Hier ist wieder Marc von der Bike School Ride First unterwegs auf einem Flyer-Bike der B-Serie mit Bosch-Motor. Ein schönes Tiefeinsteiger-Pedelec. Im Alltag haben wir natürlich häufig Situationen, wo die Fahrsicherheit und Fahrtechnik eine große Rolle spielen. Ich wollte mal mit euch verschiedene Situationen durchgehen und euch wichtige Tipps geben, damit ihr sicher und mit Spaß auf euren E-Bike-Touren unterwegs seid. Eine häufige Gefahr für E-Biker, Pedelec-Fahrer im Stadtverkehr oder auf Radtouren sind Bordsteinkanten oder Bahnschienen, wo man in Gefahr läuft, wenn man im falschen Winkel mit den Rädern dagegen kommt, zu stürzen. Wichtig ist bei Straßenbahnschienen, wo man in Gefahr läuft, mit den Rädern reinzugeraten, dass wenn man neben der Schiene fährt und man muss die Richtung wechseln oder die Schiene passieren, vorher eine Kurve fahren, damit man einen besseren Winkel hat und es unmöglich ist, dass das Rad in die Schiene einsinkt. Bei Bordsteinkanten am Rand der Straße, wo man als Radfahrer, E-Biker unterwegs ist, kann es passieren, dass man mit der Seitenflanke des Reifens an die Kante kommt und in Gefahr läuft, das Gleichgewicht zu verlieren und zu stürzen. Deshalb ist die Blickführung sehr wichtig. Wenn man die Bordsteinkante mit dem Blick visiert, fährt man auch genau dagegen. Deshalb geradeaus schauen, mehrere Meter vor das Rad und darauf achten, dass man der Bordsteinkante nicht zu nahe kommt. Auch auf Radtouren mit dem Pedelec, E-Bike warten immer wieder Hindernisse, zum Beispiel Bordsteinkanten oder ein dicker Ast. Da ist es wichtig, dass man nicht mit dem Vorderrad daran hängen bleibt oder vielleicht sogar zu Sturz kommt. Bei sehr niedrigen Hindernissen reicht es auch, im rechten Winkel darauf zuzufahren und drüber zu rollen, den Schlag, den man in Vorder- und Hinterrad bekommt, aus den Armen und Beinen abzufedern. Ist das Hindernis etwas höher, müssen wir hingehen und das Vorderrad leicht machen. Das können wir schaffen, wenn wir vorher mit den Armen und Beinen tief gehen, dann uns explosiv wieder strecken, nach oben hinten und somit das Vorderrad leicht machen. Das Hinterrad rollt locker nach und hat keine Probleme, das Hindernis zu passieren. Auch warten immer wieder Stufen oder kleine Kanten auf einen. Da wäre es doch ärgerlich, wenn man jedes Mal absteigen muss. Man kann auch locker abrollen. Das heißt, vor der Kante stellen wir uns locker hin, gehen dann in eine tiefe Haltung, die Ellenbogen zeigen weit nach außen und können somit die Stufe ausgleichen, den Schlag, wenn wir unten ankommen, geschmeidig aus den Armen und Beinen abfedern. Auf alten Bahntrassen oder Deichradwegen trifft man auch immer wieder auf Bremsschikanen. Das heißt, man muss um eine enge Kurve, man ist äußerlich begrenzt. Wichtig dabei, vorher immer schön das Gleichgewicht üben, auf die Blickführung achten, dass ihr nicht die Bremsschikane mit dem Blick visiert, sondern vorausschaut. Wenn das Rad eurem Blick folgt, werdet ihr easy drumherum kommen. Mit dem E-Bike kommt man sehr viele Hügel und Berge hoch, danach muss man wieder runter. Und da ist es wichtig, eine sichere Position anzunehmen, in der man reaktionsbereit ist, zum Beispiel auf Bremsungen, Hindernisse oder Kurven. Wenn man im Sattel sitzt, ist man sehr passiv und wenn das eine Pedal unten ist, gerät man schnell damit auf Hindernisse und gerät in Sturzgefahr. Wenn wir auf beiden Pedalen stehen, die auf einer Höhe sind, haben wir die Last auf den Beinen, die Ellenbogen zeigen leicht nach außen, ein oder zwei Finger sind bremsbereit, der Blick geht voraus. So können wir sicher auch Abfahrten in Angriff nehmen. Wenn ein Schlagloch kommt, können wir das abfedern. Wenn eine starke Bremsung nötig ist, können wir unser Gewicht nach unten hinten verlagern. Kurven können wir auch sehr schnell reagieren. Viele Fahrten bergab verlaufen auch über Schotter. Da ist sehr wichtig, dass wir nicht verkrampfen, dass wir locker bleiben, die Ellenbogen weiter nach außen, Last auf den Beinen und die Bremsen gefühlvoll und dosiert benutzen, um ein Wegrutschen der Räder zu vermeiden.